Ah, super, das hat klasse geklappt. Jetzt schneide ich hier noch den Rundstab ab. Das habe ich bei Jonas ja schon oft genug gesehen. Oh nein, jetzt ist hier alles zerkratzt und hier ist die Kante weg. Mann! Du kennst es doch auch. Wir alle kennen es. Man möchte nur mal eben kurz noch was bündig absägen und zack, schon ist es passiert. Die komplette Oberfläche ist zerkratzt und wir haben im schlimmsten Fall sogar Teile rausgesägt. Das können wir nicht so einfach reparieren. Denn wenn wir jetzt hier alles wegschleifen wollen, um diese Kratzer rauszubekommen, dann passt das Teil auf jeden Fall nicht mehr so, wie wir es haben wollten. Muss das denn sein? Um unser Problem zu lösen, müssen wir es erstmal verstehen. Die meisten Japansägen, so wie diese hier, haben leicht ausgestellte Zähne. Nur ganz leicht, aber man kann es trotzdem spüren. Und man sieht es vor allen Dingen, wenn man einen einfachen Test macht. Wenn ihr wissen wollt, ob eure Säge zum Bündigsägen geeignet ist, dann könnt ihr einfach irgendein Reststück nehmen. Das hier ist natürlich jetzt nur ein Anschauungsbeispiel. Legt es einfach einmal flach hin, drückt mit der Hand so ein bisschen hier drauf, so als würdet ihr etwas hier bündig absägen wollen und sägt einfach ein paar Mal und stellt fest, oh nein, die ausgestellten Zähne sägen ins Material, ohne dass ich die Säge neige. Einfach weil sie, wenn ich sie flach aufdrücke, das Material wegkratzen. Und genau das wollen wir nicht, also müssen wir was bauen. Alles, was ihr braucht, ist ein Reststück Holz. Wir brauchen tatsächlich nur so einen kleinen Abschnitt wie hier. Das hier ist Multiplex und wir wollen daraus einen elektrischen Grundhobel bauen. Jones, was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass wir noch eine Oberfräse brauchen. Aber es ist völlig egal, was für eine ihr nehmt. Und es ist auch völlig egal, was für einen Fräser wir nehmen. Zuallererst mal müssen wir das hier nochmal zerschneiden, nämlich in drei Teile. Die Kante hier kommt erstmal weg. Werbung! Wie so oft in diesen Videos nutzen wir für diese Vorrichtung auch heute Multiplex. Unsere Platte haben wir natürlich schon zerschnitten. Normalerweise kommen die aber in einem sehr handlichen Format. 1,20 x 80. Das passt im Kofferraum und man kann es gut verarbeiten. Das Beste ist, ich hole mir diese Platten seit Jahren, das sage ich auch immer wieder, beim Ibo. Und viele von euch haben es schon erraten. Der Ibo ist natürlich der Obi. Das Beste daran ist, ich weiß genau, wo ich hin muss und ich weiß genau, dass das, was ich haben will, eigentlich immer auf Lager ist. Und es passt bei mir ins Auto. Wenn ihr das auch machen wollt, euch aber unsicher seid, gibt es überhaupt Platten auf Lager, dann könnt ihr zum Beispiel die Hey Obi App nutzen und euch direkt so viele Platten reservieren, wie ihr braucht, damit ihr nicht mit zu wenig nach Hause kommt. Ihr fahrt da nur noch hin, packt die Sachen ein, bezahlt sie und könnt direkt mit eurem Projekt starten. Multiplex, das habe ich schon oft gesagt, ist einfach klasse. Wir haben fixe Maße, feste Dicken und wir haben eine relativ gleichbleibende Qualität. Es ist formstabil und einfach zu verarbeiten. Deswegen benutzen wir es so oft und heute auch. Also guckt euch die Hey Obi App an, wenn ihr Material braucht und kauft euch Multiplex. Wir machen weiter. Diese zwei Streifen kleben wir jetzt einfach einmal hier auf die Platte. Wichtig ist, dass unsere Fräse später irgendwie so hier drauf sitzen kann. Ich würde die Füße ungefähr da machen, wo diese beiden Stützen sind, also diese beiden Säulen. Also ungefähr hier und hier. Das muss nicht perfekt sein. Wir nehmen einfach Sekundenkleber und kleben die fest. Das ist natürlich jetzt kein kleines Sushi-Brett, sondern das wird unsere Planfräse. Wir packen da jetzt einfach doppelseitiges Klebeband drauf und kleben dann gleich unsere Fräse einmal so fest. Ihr könnt natürlich auch diese Basisplatte hier abschrauben und diese Platte hier dran schrauben, aber es ist ehrlich gesagt nicht notwendig, deswegen kleben wir sie fest. Fertig.
Das muss zwar nicht sein, aber ein bisschen bin ich natürlich doch Perfektionist. Deswegen schneiden wir das jetzt hier noch einmal ab. Es soll ja auch schön aussehen. Jetzt müssen wir die Platte noch einmal einfräsen. Dadurch, dass alles fest verbunden ist, können wir einfach die Fräse starten und sie einmal absenken. Das Loch hier unten könnt ihr natürlich auch mit einem Bohrer bohren. Aber ich habe es jetzt einfach so gefräst, damit es nicht gleich wieder heißt, Jonas, ich brauche 50 verschiedene Werkzeuge, um eines zu bauen. Braucht man natürlich nicht. Ihr müsst nur die Teile absägen und dann braucht ihr die Fräse. Jetzt müssen wir die natürlich noch auf 0 einstellen, sodass wir unseren Rundstab später genau bündig wegfräsen. Also fahren wir die Fräse einfach einmal runter, bis wir vorsichtig merken, sie berührt den Boden und schon sind wir fertig. Dann kann der Dübel weggefräst werden. Aber Jonas, wie geht denn das? Das geht natürlich gar nicht. Wir sägen den jetzt einfach so hoch ab, dass er unter unsere Vorrichtung passt. Aber so natürlich auch, dass wir gar keine Gefahr haben, dass wir hier Kratzer reinmachen. Also weg damit! Und in der Realität würden die meisten wahrscheinlich eh nur so einen kurzen Rundstab da reinhauen und nicht so einen langen. Jetzt setzen wir die Vorrichtung drauf. Zack, haben perfekte Auflagepunkte und können das Ganze wegfräsen. Perfekt bündig, ohne Kratzer, ohne Stress. Dieser Helfer hier kostet nichts und ihr könnt ihn wirklich in einer Minute nachbauen. Und das ist optimal, denn ihr könnt natürlich nicht nur solche Rundstäbe und Dübel perfekt planfräsen. Ihr könnt im Prinzip alles, was übersteht, damit nacharbeiten. Ihr könnt das selbst an Kanten machen. Wenn ihr hier an einer Seite genug Kraft drauf habt, könnt ihr jede Eckverbindung sauber nachfräsen. So, dass am Ende alles schick aussieht und vor allen Dingen, und das ist eigentlich das Wichtigste, ohne Stress. Ihr habt im Prinzip keine Chance, dass ihr euer Werkstück irgendwie versaut. Und das kann bei jeder Säge, bei jedem Stemmeisen und bei jeder anderen Technik sehr, sehr schnell passieren. Das Einzige, worauf ihr achten solltet, ist, dass diese Platte hier sich nicht durchbiegt. Deswegen haben wir Multiplex genommen und einen relativ kleinen Abstand zwischen den beiden Auflageflächen. So, aber ihr kriegt das hin, ihr baut das nach, smasht einmal ein Abo rein und wir sehen uns nächstes Mal. Und diese kleine Säge hier, ich mag sie trotzdem. Man muss sie für andere Sachen einsetzen. Nicht jeder oder nicht alles kann alles. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!